Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider. Hallo ihr Lieben, guten Morgen ihr Schätze da draußen und guten Abend an meine beiden Berliner Schätze hier vor dem Mikro. Buonasera. Guten Abend. Der Italiener. Den Philipp 30, den nennen wir jetzt mal 30 und den anderen Philipp nennen wir Philipp, bis er sagt, ich möchte aber Vergin genannt werden. Philipp ist wunderbar. Philipp ist wunderbar. Vergin, wie ich es gerade gesagt habe, klang so ein bisschen wie Vagin. Ja, es gibt auch schon öfters den Witz mit Like a Virgin und alles. Ist alles schon old. Ist alt. Ich will nicht alte Pfade durchqueren. Ihr Lieben, wir hatten die letzte Folge unheimlich schönes und vor allem ein sehr lively Gespräch, weil wir auf Fragen eingegangen sind, die Instagram-Follower gestellt haben. Und da waren ein paar Sachen dabei, die wir nicht beantwortet haben aus der letzten Session. Und da würde ich am liebsten mit euch gerne nochmal so rüberfliegen. Und es gab ja einen Grund, warum wir die nicht sofort rangenommen haben. Wir haben uns vorher auch ja auch nicht wirklich besprochen. Aber mal so, ihr habt sie ja auch gesehen und irgendwie kam es dann nicht dazu. Vielleicht können wir über die ja so ein bisschen huschen, weil es ist ja, finde ich, auch mal total gut und total wichtig, wenn wir mal keine Meinung dazu haben. Das klingt absolut gut. Ja, so machen wir das. Einfach ungeplant rein. Ja, lass uns das machen. Also, das Nächste, was hier gefragt wurde, ich formuliere es mal so, wie es hier steht, Hut ja, aber zu was passt's? Pass auf, ich sag nur einmal ganz kurz meinen Satz. Mein Satz ist der, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hut nicht jedem passt oder ich glaube, dass jeder einen Hut finden muss, der ihm steht. Ich finde, es ist ein Unterschied. Ich kann einen Panama-Hut, das kann ich mir gut vorstellen, zu tragen, wenn ich in der Sonne bin, zu einem Outfit, so im Ausland. Aber es ist ein Unterschied, ob ich als Daily Wardrobe, als Daily Business in der Stadt einen Hut trage. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Ich trage dann Flatcaps als Schiebermützen. Und ich trage natürlich auch manchmal Caps, dann aber zu Oxford Button-Down-Hemden, zu einer Chino gerne. Aber ich habe noch nicht so, ich trage jetzt kein Trilby. Fertig aus, das bin ich. Verstehe ich. Ja, also ich kann mich da anschließen, was den Panama-Hut angeht. Also ich habe ja erstmal grundlegend einen sehr, sehr kleinen Kopf. Also ich habe die kleinste Hutgröße, 56, glaube ich, müsste ich haben. Und das heißt, ich kann mir die Hüte meiner Freundin klauen. Ja, und sie hat so einen tollen, praktisch, ich habe tatsächlich keinen Hut, aber sie hat einen von Stetson und auch noch einen Panama-Hut von, ich weiß nicht, was für eine Marke, ist auch Wurst, aber beide passen mir halbwegs. Stetson trage ich aber nicht, das sieht bei mir irgendwie, irgendwie steht es mir nicht, aber den Panama-Hut, den hatte ich jetzt mal in Italien auf, wie du halt gesagt hast, ne, es hat irgendwie so eine Funktion, es schützt vor der Sonne, es hat einen gewissen Vibe, so, das finde ich ganz cool, aber ich habe es ein, zwei Mal in Berlin getragen, so zu Corona-Beginn. Und seitdem aber nie wieder. Irgendwie, ich fühle mich damit nicht komfortabel. Was ich gerne mache, ist Cappies auch tragen. Also so normale, Caps halt, ne? Base Caps. Mhm. Aber jetzt nicht so eine Trucker-Dinger oder so, sondern wirklich diese sehr normalen, sportlichen, mit so einem gerundeten Schirm vorne dran. Nichts Großes, halt auch da bedingt an meiner Kopfgröße. Ja. Und ja, das gerne auch mal mit einem Button-Down-Hemd, ein paar Loafer dazu, einer weißen Jeans oder so, eine Barracuda dazu. Finde ich sehr cool. Hat halt so diesen Preppy-Style. Absolut. Und Barracuda muss ich auch noch mal sagen, wenn man irgendwie gerade, ne, wie es gedacht ist, auf dem Golfplatz und so und so ein bisschen einfach nur eine andere Style-Richtung einschlägt. Weil, guck mal, der Cowboy-Hut zum Beispiel, den ihr kennt, ne, von meinem Cowboy-Hut, den Riesen von Instagram. Auf jeden Fall. In dem Moment, wo ich den trage, mit einer Texas-Tie und einem Cowboy-Hemd, wir verkleiden es doch einfach nur anders. Wir gehen in eine andere Sartorial-Richtung, die auch total geil sein kann. Dazu eine eng anliegende, eierquetschende Levi's und Cowboy-Boots und so. Ich meine, wir sehen das nirgendwo, wurde es besser gezeigt, wie gut die Stile vereinbar sind, wie im zweiten Teil von Kingsman. Oh ja, wie geil sind die Cowboy-Outfits. Von den Jungs. Und ich meine, auch alles saugeil gemacht und
Ja, und deshalb finde ich das total richtig, was du sagst. Das geht immer und ich trage auch Trucker-Caps, wenn der Bart rausgewachsen ist und ich irgendwie in den Staaten halt wieder ein komplett anderes Outfit kreiere. Ich in nur wie sagt man denn so schön, der Crossover zwischen Anzug, also richtig Anzug und Cap. Du, also du würdest auch kein Black-Tie-Event mit Cap besuchen. Auf keinen Fall, Ja, nee. deshalb meine ich nur, es gibt da immer so, da gibt es bestimmt so kleine Überschneidungen, aber an sich würde ich sagen, ja, bin ich da eher hutlos. Was du noch gesagt hast, Schiebermützen. Ja? Ich finde die an manchen Menschen cool, aber ich kann es überhaupt nicht tragen. Ich sehe sofort aus 30 Jahre älter. Ich komme mir vor wie Mama Opa. Geht gar nicht. Also, Das ist aber, hallo, das ist aber Ageism. Was soll, ja. kann doch nicht auf alte Leute. Hör mal, wir haben hier Zuhörer, die fallen mit 90 fast vom Stuhl. Das. Wobei das Die auch können ja dann. dann auch Schiebermützen tragen. Ja, aber Okay. ich finde, es kommt auch auf die Schiebermütze an. Also Ja. zum Beispiel, also da gibt es ja auch verschiedene irgendwie. Ja. Und die Form macht es auch so ein The bisschen. man from Uncle. Entschuldigung, sieht der Mann 30 Jahre älter aus mit seiner Schiebermütze? Nein. Nee, das stimmt schon. Das war Armie Hammer, der die trägt, Ja, oder? genau, Armie Hammer trägt Ja. sie und wir müssen auch sagen, dass Philipp Vergin, mir geht das Like a Virgin nicht mehr aus dem Kopf. Ich werde den Song nochmal neu aufnehmen und nur mit Fotos von dir, die dann so als Dia-Show quasi so laufen. Der trägt die doch zum Beispiel auch schön. Ja, also Habe ich noch nie ich liebe gesehen. so, Doch, ich liebe heute in unserer Bäckerboy-Caps. Gruppe, in der Ach Sartorial-Gruppe. ja, stimmt. Genau, also ich bin großer Fan von so Bäckerboy-Caps. Ich habe auch drei oder vier Stück sogar, aber also auch so in verschiedenen Farbtönen, sage ich mal. Also grau, grün, braun. Heute hatte ich, glaube ich, den braunen auf. Und einfach, um ein bisschen mehr kombinieren zu können. Und ich mag die total gerne, aber ich trage aber auch mal Trucker-Caps. Also wenn ich irgendwie mit Vans unterwegs bin, trage ich Trucker-Caps. Und da bin ich, also gehe ich total mit den Sachen, die ihr davor gesagt habt. Gut, ihr Lieben, wir gehen huschen direkt weiter zu unserer nächsten Frage, die wir kaum beantworten wollten. Und zwar, was größte Modesünde, die Top 5? Top 5 für jeden wäre einfach viel zu lang. Lass uns doch vielleicht Top 3, Top 2, was auch immer einem gerade einfällt, machen. Ich habe ja bereits ein Reel dazu gemacht. Und ich sage da auch nochmal ausdrücklich, jeder, als, ne, alles, was ich hier nenne, darf nicht plötzlich Red Flag für alle Menschen werden. Zum Beispiel, ich habe gesagt, dass ich Hip-Bags, ja, diese scheiß Crossbody-Bags, die jetzt irgendwie da so über die Brust getragen werden, das war für mich, ist es immer noch unvorstellbar und vor allen Dingen, wir sehen ja, das hat 5 Jahre gehalten und jetzt verschwinden die Dinger langsam. Und die wird es irgendwann nicht mehr geben. Well, hoffentlich. So. Und trotzdem muss ich ja sagen, ich möchte aber nicht, dass das Mädel in Berlin-Mitte mit einem viel zu kurzen Pony das Ding ablegt, weil sie denkt, oh, irgendwer findet das scheiße. Weil, weißt du, man kauft sich die Sachen, wenn man die schön findet. Und man soll sich schön finden. Und man soll sich. Das ist einfach nur ein anderer Stil. Ich will den nicht in dem Bereich sehen, in dem wir uns quasi jetzt gerade mal zum Gespräch, ne, so verschanzt haben. Das Absolut. heißt nicht, ne, jedes Scheißding, sogar die scheiß Buffalo Boots aus den 90ern, die haben irgendwie, werden die für eine Mode ihre Berechtigung haben, aber Himmel, Herrgott, was für eine Scham im großen und ganzen Kontext der Sartorial-Geschichte gesehen. So. Und deshalb, wenn immer noch zwei hinterher schnell, also die Crossbody Bags, ich finde, genau, ganz schlimm. Und da habe ich, ich habe, ich wollte eigentlich ein Reel posten, wo jemand das anhat und dann wollte ich dazu so ganz nett sagen, boah, ey Leute, ne, ich finde, das muss nicht sein. Und habe mir dann auch gedacht, nee, ich will keine Reels machen, wo ich schlecht über irgendwen rede. Aber ich kann dir hier im Allgemeinen einmal sagen, da war ein Typ, ein Pumper, ja, und hey, wenn jemand hart für seinen Körper arbeitet, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ich weiß, dass er da sein ganzes Leben reinsteckt. Aber Anzüge zu tragen, die aus Spandex sind, die so eng sind, damit du jeden Muskel, jede Ader auf deiner Brust siehst,
Und dass das extra so aussieht, als würde das Hemd gleich gesprengt werden. Ich wirklich, also ich finde, das ist das allerletzte. Ich finde, das ist hässlicher geht's nicht. Weil du kombinierst ja. Sachen und du machst beides halt so. Also es ist einfach, es ist richtig, richtig schlimm. Jeder Schneider würde dir, der würde dir auf dir deine neuen Double Monks kotzen, die der Mann dann wahrscheinlich auch noch anhat. Weil ich finde wirklich, was die Klamotte machen soll, ist, dass die Klamotte im Vordergrund steht. Die Klamotte ist, macht dich nicht zum Angeber. So, und wenn du da aus diesen Dingern platzt und meinst, du bist, weil du halt, du musst deine Muskeln zeigen, dann finde ich, ist das bei allem gut aufgehoben, wie bei Unterhemden oder bei Muscle Shirts, was auch immer du tragen willst, oder ein enges weißes T-Shirt. Absolut, das ist dafür da, um deine Muskeln zu zeigen. Aber doch bitte kein Hemd, kein Smoke. Also das war auch noch, der hatte auch noch hier Peak Lapels und das war, sollte richtig schick sein. Das sah halt aus wie Scheiße. Musst uns jetzt das Foto nachher mal schicken. Ich hab das Reel noch abgespeichert. Ich kann euch das zeigen. Und die Hose, die ist fast geplatzt. Also ganz schlimm. Dann sind wir ja eigentlich bei dem Thema, dass das nicht passt. Also einfach von den Maßen her, oder? Also das ist Die Frage. Es ist ja extra so gewesen. Nein. Das ist die Wahl der Klamotte. Was willst du aber zeigen? Willst du zeigen, ich bin ein gut angezogener Kerl? Oder willst du zeigen, ich habe Muckis? Da wirst du staunen. Und das Ding war ja nicht, das war ja extra so gekauft. Das war ja so ein, es gibt so Anzüge, die sind extra zum Flexen da, was Muskeln angeht. Die sind dann 90% Stretch-Materialien, 10% Baumwolle und auch extra nochmal so tailliert und so geschnitten, dass es halt so, das ist so eine übertriebene V-Form und ich finde, nee, das macht dir, ich finde sowieso, also jetzt werden mich alle hassen, Kraftsportler, eine Sache, Pumper, eine andere Sache, die haben ein, das ist eine Ästhetik, das ist eine andere Art von Hedonismus, als ich sie bei einem Gentleman sehe. Ja, ich sage nicht, dass Gentlemen nicht trainieren können, muskulös sein können, die sind aber meist eher drahtig, die sind dieses übertriebene, ich hau mir so viele Muskeln drauf, weil ich irgendwas anderes, kleineres kompensieren muss oder weil mir mein Leben nicht gefällt, wie auch immer. Es passt einfach nicht zu diesem zurückgenommen Gentleman sein. Hm. Okay. Verstehe ich. Mir fällt da leider gerade eine Brand ein. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier was sagen kann, wenn es in die negative Richtung geht, also in der Marke. Ja, also es darf keine Schmähkritik werden. Du kannst sagen, dir gefällt es nicht so gut. Okay, also kennt ihr Shaping the New Tomorrow? Schon mal gehört. Ja, sagt mir nichts. Die machen halt extrem viel bei Instagram und haben jetzt auch einen Laden auf dem Kudamm. Ich habe mir das mal aus Interesse angeguckt und das gefällt mir nicht. Okay. Weil die halt so, das kannst du sagen. So elastische Stoffe drin, also halt Elastan drin haben und so glänzende Stoffe und das ist genau das. Das fällt so in dieses Klischee, was du meinst, dass Leute, die zu körperbetont tragen, damit irgendwie die Hosen so super skinny sind, damit man sieht, man hat Waden. Ich finde es ja ganz schlimm, wenn du Anzugshosen Waden betont. Oberarm spannt. Und das sind so diese Klamotten, die haben halt viel Elastan drin. Und ich weiß nicht, die haben so ein Wort dafür, irgendwie Comfort oder Functional Dress, irgendwie sowas in die Richtung. Gefällt mir überhaupt. Aber ich muss jetzt, als du das erste gesagt hast und dass die einen Shop eröffnet haben, da fiel mir das sofort ein. Die Kritik eher daran, wenn es sowas geben sollte, aber wo ich auch so sage, ist nicht ganz so geil. Es gibt irgendwas, das ein Anzug, der so comfy ist, ne? So wie ich den zum Beispiel gekauft habe hier zum Fliegen, der kann ja viel schlechter geschnitten sein. Der kann ganz schlecht geschnitten sein, weil wenn er nur ein bisschen zu klein ist oder so, ist ja egal. Also weißt du, das ist immer noch irgendwie, du kannst die Jacke, die kriegst du auch zu und die wirft keine Falten, wenn du halt ein paar Kilo zu viel hast. Und das auf den ersten Blick und aus der Ferne denkt jeder, oh, guck mal, ist doch ganz gut. Aber es hat mit dem guten Schnitt eines Anzugs halt gar nichts zu tun. Und da, also ich finde, das ist nochmal extra auf das ganze Ding drauf. Ich glaube auch, das ist nicht meine Marke, die sind ein bisschen zu comfy. Sag mal, Philipp, du bist nicht Philipp 30, Philipp, du musst auch mal was sagen.
Weil die Leute, ich kriege Fanbriefe für deine Stimme. Und wenn du nichts sagst, gesagt, dann kriege ich bald keine Fanbriefe mehr. Ehrlich gesagt verstehe ich gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, wenn man irgendwie so einen Körper hat, was ja völlig in Ordnung ist, warum man dann, warum man solche Kleidung nutzen möchte, um seinen Körper zu zeigen. Das sind weil für mich irgendwie zwei völlig verschiedene auch noch, Sachen. Ja, meine Meinung. Aber es ist eher so, wer einen Anzug trägt, ist cool, fällt auf, kommt gut bei den Ladies an und jetzt habe ich auch noch einen mega Body. Alter, bald muss ich ja der geilste Typ der Welt sein. Das kann man ja so oder so tragen. Also, aber die Begeisterung kommt ja aus einer Richtung. Die ist ja aus dem totalen Körperstolz heraus und nicht aus, die Klamotte ist absolut zweitrangig. Es geht in erster Linie nur, was sehe ich hier? Ich sehe Muskeln. Ja, und das finde ich, sieht kacke aus und ich muss noch ein drittes Ding loswerden, Flipflops. Das tut mir, sorry, aber das habe ich, Tom Ford und ich sind da einer Meinung, wirklich nur an schöne, es müssten die schönsten Männerfüße der Welt sein, ansonsten gehören sie an den Strand, an den Pool, zwischen Pool und Bar, zwischen ich wasche mein Auto draußen, aber in Kombination mit auch wieder, ne, wir reden ja nur von unserem, wir spielen dieses ich kleide mich ein, Tutorial-Spiel, wir achten auf andere Leute, wir finden Schnitte interessant. Ich möchte zu keiner Chino-Flip-Flop sehen. So, bam. Nur ich, nur meine Meinung. Gehe ich auch total mit. Steht auch auf meiner Liste. Also ich habe es unter Latschen zusammengefasst. Ja. Ich finde auch, weiß nicht, Birkenstocks oder so. Nee, für mich nicht. Ich weiß, dass viele Freunde auch, gute Freunde wie zum Beispiel der Ripke und so, ne, der hat ja, das finde ich... Das ja, aber nicht so, zum Anzug. Nein. Nein, natürlich nicht. Aber ich meine so, deshalb meine ich, der hat, das ist ja dann Look. Und das ist so, das ist dann eigen und das ist geil und du möchtest das auch nicht mehr anders sehen. Genau, aber so diese Kombination, ne, auch nur für mich, ich weiß, dass es gemütlich ist und da geht es auch nicht um... Da geht es auch mehr so um Funktion der Gemütlichkeit. Aber zum Beispiel, wenn ich sage, guck mal, wir reden doch die ganze Zeit von unseren Sommeroutfits. Jetzt haben wir gestern, habe ich hier ein bisschen rumprobiert. Ne, ich saß ja noch abends hier, hab die Guccis angehabt und dachte mir, okay, die Leinenhose, ne, eine schöne weiße Leinenhose, dieses beige Leinenhemd, alles in der richtigen Größe, Knöpfe auf, hab mich kurz hingesetzt, hab mir gedacht, Alter, Sizilien kann kommen. Und zu so einem Ding. Was ja kein Anzug ist, aber trotzdem schon das Thema, worüber wir drei hier reden. Ja, also klassische, immer noch klassische Kleidung, möchte ich für mich keine Birkenstock sehen. Genau, also ganz ich, genau. Ich habe tatsächlich, als ich in den letzten Jahren in der Provence zweimal war, hatten wir mal so eine Abendroutine im Boule spielen. Und da habe ich meine Birkenstocks mit Lederriemen, also die sind mit den Doppelriemen, zu einer weißen Chino und so einem Breton-Shirt angehabt. Ja. Das war zwar kein Anzug, aber hatte schon so einen klassischeren Vibe. Mhm. Und da haben die Birkenstocks super zugepasst. Also ich fand das 100 extrem auf. Geil. Aber der Faktor war halt, ich stehe vorm Haus und spiele Buhl und habe dabei einen Pastis in der Hand. Und bin halt jetzt nicht irgendwie in einem Restaurant oder gehe nicht irgendwo schick hin oder so. Also pass auf, ich kann das, und da muss ich auch nochmal sagen, du hast es so erklärt, ne? Und meinst du mir, wie jedem von uns ist warm ums Herz geworden, vor dem Haus zu stehen, in Frankreich, in einem Breton-Shirt, mit einem Glas Pastis in der Hand, Buhl spielt. Alter, wenn du mir da so entgegenkommst, würde ich sofort sagen, Philipp, komm an meine Brust in deinen Birkenstocks. Keiner, was das würde, da würde es mich auch gar nicht interessieren. Hm. Wenn ich meine das auch eher so, meine Wahl, wenn ich habe jetzt 5 Schuhe, die für mich in dieser gleichen Gemütlichkeitsskala sind, ja, dann würde ich wahrscheinlich Espadrilles tragen. Mhm. Ja, die komme ich beispielsweise nicht dran. Aber es ist der gleiche Vibe, finde ich. Also es hat irgendwie was Lässiges, genau. Mhm. Und irgendwie, weiß ich auch nicht. Nee, gehe ich auch total mit. Wie gesagt, ich wollte auch gar nichts gegen Birkenstocks oder so sagen. Ich habe selber welche. Nein, Shots feiert, jetzt musst du mit der Argumentation dagegen rechnen.
Aber nein. Wie gesagt, immer, es kommt immer aufs Outfit an. Ne? Ja, und wenn wir jetzt Kontext. Eher, wie gesagt, über das Klassische reden, dann will ich da keine Latschen in irgendeiner Art und Weise dazu sehen. Und bei so einem sommerlichen Outfit, was natürlich auch ein bisschen schicker sein kann, dann kann das ja auch absolut passen. Ne? Ja. Also ich würde sagen, 30 darf sie weiterhin tragen. Ich müsste auf 30 hatte sie mal an. Erinnerst du dich an meine... Ach, wir haben doch letztens drüber noch geredet. Meine hellbraun Velourleder Loafer. Ja. Die so ein bisschen flacher sind, so wie die Jordans. Die Gemütlichkeit, also einfach in Person. Sie sind einfach nur Socken auf einer Ledersohle quasi. Das zum Beispiel, das würde ich dann favorisieren. Ja. Das, mehr nicht. So eine habe ich ja auch irgendwie in leider zu viele von. Ja, ich weiß, aber und schöne, ist, du hast immer sehr schöne. Ja, die sind einfach geil, ist einfach bequem. Also Loafer ist für mich einfach ich habe es früher gehasst und mittlerweile einfach der beste Schuh, den es gibt. Und wir müssen einmal auch was zugeben. Und zwar, ich glaube, wir haben eigentlich untereinander, zu dritt haben wir eine gute Synergie. Und haben gemerkt, dass wir nie irgendwie zu zweit über jemand anders, über den Dritten in der Gruppe nicht lachen. Wir machen keinen Fingerzeig, wir machen kein gar nichts. Aber es gibt natürlich so Interessen, die dann mal zwei haben, dann der andere. Und der gute Philipp Vergin, der sehr, also eine unheimliche britische Knowledge hat, ja, eine unheimlich gute britische Kenntnis, hatte sich vor 3 Wochen oder 4 Wochen, hatten wir so drüber geredet, immer noch so ein bisschen gegen den, sagen wir mal, maritimen Riviera-Stil, den 30 und ich so ein bisschen mit so einer Idee gespielt haben und diese Hosen, die Gurkha-Pants und so ein bisschen Leinen und alles fällt so ein bisschen leichter und alles so aus dem Miami-Vice-Stil herauskommt. Und da hat sich was getan. Da hat sich der Philipp von, ja. Moment mal, im Loafer, nee, den Loafer sehe ich an mir gar nicht zu. Alter, scheiße nochmal, diese Loafer sind ja geil, ich will auch Loafer haben. Oder ich denke auch nur noch Loafer. Denke über Loafer nach. Und das ist doch eigentlich die beste Methode, wie ein Mikrokosmos bestehend aus Freunden über Fashion reden kann. Ne? Anstatt ständig immer, der finde ich aber scheiße, finde ich aber doof, finde ich aber blablabla, dass es sowas gibt, sogar wo, dass man sich über irgendwas unterhält und versucht zu verstehen, warum der andere das nicht mag und plötzlich so ein Wandel geschieht. Und da gibt es was sehr Ähnliches. Ich zum Beispiel bin, ich muss einmal sagen, ich mag keine Monks. Double Strap Monks, hau mir ab, nicht geschenkt. Und ich mag eigentlich auch keine, ich bin kein großer Brokes-Fan. Brokes finde ich an Frauen schön. Ich mag zum Beispiel total gerne klassische Brokes mit so einem schönen ich mag so einen Frauen-Boyish-Style niemals mit einer Jeans oder so. Aber wenn das so ein Rock ist, weißt du, und wir so von so einem schottischen Tweed-Look ausgehen, finde ich super sexy. Und dann kommt aber der gute Philipp an und zeigt mir seine Eiler-Boots von Crockett & Jones. Und zum ersten Mal habe ich so bewusst, glaube ich, Boots gesehen, die Brokes haben. Und habe ich sie mir nochmal geguckt und nochmal. Dann habe ich jetzt eine kurze Passage bei Crockett & Jones gesehen, wo jemand natürlich über die schottischen Berg kraxelt oder so. Und dann war es direkt so, Alter, das ist so ein bisschen wie, wenn du als Kind nur Gouda magst. Ne? Und hast irgendwann mal vor 3 Jahren an so einem Rohmilchkäse Rotwild oder Roter Teufel oder so, hast da mal dran so gerochen, fandst du nicht schön. Und dann bist du aber in dem Alter, wo du was Neues probieren kannst und du probierst es und hast das Gefühl, plötzlich, Alter, was hat das Leben denn zu bieten? Weißt du, wie wenn du plötzlich Oliven magst, all die Sachen, die du als Kinder nicht magst. Und plötzlich siehst du was. Und immer mich für was Neues zu begeistern, für was Neues begeistern zu können, ist für mich den guten Käse zu probieren und plötzlich habe ich viel mehr Optionen im Leben. Ja, das ist ja auch das Schöne daran, ne? Dass man immer wieder was Neues entdecken kann. Unbedingt. Rieke hat bis ich Rieke kennengelernt habe, ja, da war sie, ich meine 25, hat die keinen Käse gegessen. Was?
in dem ersten, nee, die hat gesagt, kann ich da nicht reinbeißen, da muss ich kotzen. Dann habe ich Rieke mit nach, unser erster gemeinsamer Urlaub war eine komplette Tour Südfrankreich. Als wir aus Südfrankreich zurückkamen, hatten wir den kompletten Kühlschrank voll mit Käse. Und zwar nur so Käse, wo du denkst, Alter, da hat mir jemand in den Kühlschrank geschissen. Nach einer Nacht. Und das war wirklich so, Rieke war von heute auf morgen der größte Fan und es konnte nicht krasser sein vom Käse. Und das ist halt so, das meine ich, das ist so eine Bereicherung und ich finde, als Vorschlag in die Runde für all die Leute, die so festgefahren sind, möglicherweise in ihren Meinungen, weil, ach, mein Vater hat immer Schnellfickerschuhe getragen und so, kann ich nicht. Man, diese kann ich nicht, geht nicht, von mal weglassen und sich mal drauf einlassen, wenn jemand davon schwärmt. Und ja, das hilft mir total weiter. Und ich glaube, und ich probiere es jetzt aus. Das hat, ist es so wie so eine Weltoffenheit, die sich einfach nur auf ein anderes Thema bezieht. Hm. Ich glaube, der 30 ist flöten gegangen. Nee, ich. Ich habe irgendwo eine Tür gehört, dachte ich. Achso, das kann sein, dass Julia hier irgendwo rumrennt. Ein Stück Käse holen. Nein, aber weißt du, das finde ich irgendwie schön und das fand ich geil, dass Philipp sagt, oh, Loafer, eine weitere Möglichkeit, meinen Schuhtick, den können wir ja ganz offen sagen, Philipp mit 8 Paar Crockett & Jones hegt, dass wir da leider noch eine andere Tür. Ach, guck mal. Haben wir da noch eine andere Tür geöffnet, was natürlich nicht, es macht es nicht besser für den Geldbeutel, aber nun. So, ihr Lieben, Verzeihung, ich kriege den Husten noch nicht los. Willst du was sagen? Weitere Fashion-Fauxpas. Ich glaube, Philipp, du ja, hast doch. Ja, ja, entschuldige. Einen, ja. Ja, mindestens noch einen. Kurzärmelige Hemden, wollte ich sagen. Wobei du das heute, glaube ich, schon in deinem Reel angesprochen hast. Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ich habe, guck mal, ich habe das bis jetzt. Wir sind jetzt, glaube ich, seit meiner neuen Insta-Odyssee sind wir jetzt, glaube ich, 8 Wochen in oder 9 Weeks in, so ungefähr. Und ich habe bis jetzt jede ernst gemeinte Mail und jeder ernst gemeinte Kommentar auch mit Leuten, die gesagt haben, nee, bin überhaupt nicht deiner Meinung. Die habe ich beantwortet und habe gesagt, guck mal, und dann ist es halt so, was sollen wir da machen? Und man wächst verschieden auf mit anderen Vorbildern, mit anderen Sachen. Ich kann es natürlich nicht jedem recht machen, ich bin ja keine Pizza. Und die heute zum ersten Mal habe ich einen Kommentar gelöscht und jemanden blockiert in der Sekunde, als es gepostet wurde. Da hat jemand auf so aggressive Art und Weise, leider wieder, und da reagiere ich total allergisch, weil wenn jemand 2023 mit meinen Tattoos nicht klarkommt, dann ist das so nah an, dir gefällt meine Nase, dir gefällt meine Hautfarbe nicht, weil die alles in dieser Argumentation war einfach so, nicht, ich finde ja, solange man so argumentiert und sagt, in meinen Augen, meine Meinung, ich finde, kann man über alles reden, aber totalitär über was zu reden, als sei mein Gott, das ist falsch. Weißt du, und der Typ sagt, falsch, 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 alles, was du sagst, ist falsch. Schon mal 4 Ausrufezeichen. Hm. Was nicht geht, sind bemalte Arme. Kurzarmhemden trägt man im Büro. Jeder, der hier mit hochgekrempelten Ärmeln ankommt, darf sofort wieder gehen. What? Genau, und von wegen, glaube ich, auch noch so, und das nimmst du auch sofort wieder zurück. Okay. Weißt du, und dann ist so, warum, der Typ muss sich hassen. Also, warum reden wir hier so? Abgesehen davon, dass es ja heute ein 1. April-Gag war. Ich wollte nicht wirklich jemand sagen, dass er sich die Ärmel hochkrempeln soll. Trotz alledem sollte meine Meinung ja valid sein, dass wir lediglich, wir haben nicht über Magnum-Hemden, wir haben nicht über Hawaii-Hemden geredet oder schöne Prints. Wir haben Seitenhemden, kurzärmelige, geil. Wir haben über Business-Hemden geredet. Wir haben darüber geredet, dass jemand im Büro mit einer scheiß Krawatte um den Hals mit einem kurzarmen Hemd anguckt. Und das finde ich persönlich, meine Meinung, kacke. Ja. Und ich finde, da kann man ganz normal und offen drüber diskutieren. Was ich nur sagen will ist, ich glaube, für mich ist so ein bisschen die Zeit gekommen, nach 9 Wochen, dass ich diese 6 Stunden, die ich mit pro Tag mit
antworten und Leute versuche zu beruhigen, lieb zu sein und so. Das ist, glaube ich, jetzt so, damit ich nicht bekloppt werde, das ist jetzt vorbei. Also für jeden, der das jetzt hört und meint, er möchte nicht irgendwie sagen, dass er andere Meinung ist, aber eher so aggro sein, ich blockiere ab jetzt sofort, weil das bringt nichts. Da ärgere ich mich den ganzen Tag und irgendwie ist es ja auch doof, weil ich da so viel Arbeit reinstecke und ja immer noch nicht wirklich so viel Geld damit verdiene, dass ich sagen kann, ihr könnt mir ruhig auf der Nase rumtanzen, ich mache ja hier dicke Scheine. Hm. Ja, außerdem kann man sich ja auch auf Social Media benehmen einfach. Ich finde, das hat auch was mit Benehmen zu tun. Total. Mir wird es nicht einfallen. Aber ja, das ist mir heute passiert zum Thema Kurzarmhemden. Und du wolltest ja auch gerade sagen, du bist ja dann scheinbar auch eher Team Langarmhemden. Ja, genau. Also absolut. Also wenn wir, wie gesagt, von Businesshemden sprechen, also kurzärmelige Businesshemden finde ich persönlich einfach überhaupt nicht schön. Dann zieh lieber ein Poloshirt an oder so. Ja, geil. Ne, also weil das ist ja dann wieder was ganz anderes, aber kurzärmelige Businesshemden sind einfach nicht schön und ich bin total gerne mit hochgekrempelten Oxford-Hemden unterwegs im Sommer. Ich mag das total gerne. Superschön. Ich auch. Also deswegen gegen hochgekrempelte Hemden gibt es eigentlich nichts zu sagen, meiner Meinung nach. Okay, Männer, ich habe eine Frage und es ist lustig, weil die kommen, also um einen Kommentar versetzt, kommen aber zwei Fragen zum gleichen Thema. Ich würde einmal ganz kurz... Ganz kurz, bevor wir zur nächsten Frage, ich habe auch noch ein Fashion-Fauxpas, was ich nicht... Ja, bitte. Ich muss jetzt nicht alle drei durchrocken, aber eins liegt mir... Ich muss es ausdrücken, ich muss es loswerden. Ja. Es ist wahrscheinlich auch nicht gerade die populärste Meinung, weil es wirklich viele machen und ich verstehe auch den Ansatz, aber ich finde es einfach daneben, sind so Motivsocken. Leute, die halt sich irgendwie doch schick anziehen wollen, irgendwie dann Lederschuhe tragen und eine Stoffhose, sich aber zu spießig finden damit und dann eine Socke mit Avocados drauf tragen oder so, um das wieder down zu twisten. Da bin ich aber anderer Meinung. Ja, das ist eine sehr unpopuläre Meinung. Aber das ist interessant. Nee, weißt du was? Ich sag euch mal was. Pass auf, Philipp, ich verstehe, also 30, ich verstehe absolut, wo du herkommst. Aber soll ich dir, pass auf, ich sag dir eine Sache. Ich habe auch keine mit Avocados oder so, aber Philipp und ich haben mal über eine Bond Edition gesprochen. Da gibt es zu jedem Bond-Film eine Socke. Hm. Ne? Und da ist eine Figur drauf. Wie zum Beispiel Scaramanga. Oder dann ist, du müsstest mir weiterhelfen. Ich glaube, Moneypenny ist mal auf einer drauf. Und zwar in so einer 8-Bit-Grafik. Mhm. Nicht alles genau. Voll. Ne? Wenig. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied von den Leuten, die du meinst, die das Problem haben, nicht full in gehen zu können, ne, mit einem Outfit. Und es gibt so welche popkulturelle Nerds wie wir, die aber gute Ideen irgendwie gut finden. Ja, aber ich finde auch so eine Sachen super geil. Ich finde ein 8-Bit Moneypenny geil. Ich finde auch Pac-Man cool. Ich esse auch gerne mal eine Avocado oder keine Ahnung oder irgendwelche popkulturellen nerdigen Referenzen. Sei es, fängt es an bei Dungeons and Dragons, geht bis keine Ahnung, 007 oder Herr der Ringe, was weiß ich. Alles irgendwie cool. Das holt mich auch thematisch ab, aber es gehört meiner Meinung nach nicht auf eine Socke. Okay, aber pass auf, also bevor Philipp... Bevor Philipp, du darfst gleich richtig losregen. Der größte Rant aller Zeiten. Nein, ich wollte nur sagen, pass auf, ich wollte nur sagen, es gibt nochmal bei der Klamotte, wo wir sind, ne? Klamotte erfüllt meiner Meinung nach zwei Ziele. Ja. Das eine Ziel ist Respekt der Location, des Gastgebers, der Sache gegenüber. Wenn Philipp 30 zu einer... Keine Ahnung, Beerdigung wäre jetzt blöd, aber sag mal, du hast zu einer Sache geladen, die unheimlich, die dir am Herzen liegt, wo Black Tie Event ist und das ist jetzt nicht irgendwie, wir feiern deine Hochzeit nach, sondern das ist ein Fundraiser für eine Person, die wir lieben, die uns gestorben ist, etc. Dann ziehen wir unsere Sachen an und wir achten darauf, dass wir nicht fusselig kommen, dass es alles ordentlich ist, aus Respekt der Sache gegenüber, aus Respekt dir gegenüber als Gastgeber. Ne? Oder der Location, wie zum Beispiel, wir gehen in ein Casino und wir drei gehen in Monte Carlo ins Casino. Den Scheiß würde ich tun, solche Socken anzuziehen. Weißt du, einfach nur, weil
ist ein, für mich eine Surrounding-Respekt-Sache ist. Aber wenn ich einen Anzug trage, den ich total schön finde und ich den nicht brechen kann, wie ich will, mit einer, gut, also ich will nicht mit der Klavierkrawatte anfangen, aber mit einem, mit bunten Socken, mit Motiven, wenn wir auf einer Gartenparty sind und feiern, dass du Millionär geworden bist. Keine Ahnung, was auch immer. Aber es gibt Zeit für Verspieltheit und es gibt einfach, aber das hat nichts mit uns zu tun und mit den Menschen, die nicht finden, dass sie da voll ingehen können und dass sie da so sich das zugestehen, mal richtig schick und fein zu sein, weil sie dann Klassenverrat begehen, weil sie nicht zur Bourgeoisie gehören wollen. Das glaube ich nicht, ist das Ding. Ich meine nur aus Respekt nicht. Hm. Und ja, wann da, würde, ja, sag mal. Nee, gehe ich auch total mit. Also ich finde, es gibt einfach ein Spektrum an Anlässen, die verschiedene Formalitäten haben. Und deswegen gehe ich da total mit. Also zur Beerdigung oder zu einem Black-Tie-Event würde ich auf keinen Fall jetzt irgendwie mit bunten Socken aufschlagen, weil es passt ja einfach nicht. Ach doch, so eine Cradle-of-Filth-Socke zur Beerdigung finde ich richtig gut. Eine Cradle-of-Filth-Socke. Ja, wenn der Verstorbene Cradle-of-Filth-Fan war, auf jeden Fall. Aber ansonsten würde ich das zumindest nicht unbedingt machen. Und ich finde, es gibt auch nochmal Unterschied irgendwie, ob ich jetzt Happy Socks trage, sage ich mal. Also nichts gegen Happy Socks, aber oder jetzt eben zum Beispiel diese supergeile James-Bond-Kollektion, ja, die es da ich gibt, glaube, die ja, das ist auch nochmal was anderes, ne? Und ja, das finde ich dann gerne. Also ich finde auch eine H&M-Socke mit Pac-Man ist irgendwas, da, wenn du dich schick anziehst, um mit deinen Freunden bowlen zu gehen, weil ihr Anniversary-Bowling macht, Alter, von mir aus. Aber ich finde auch, wie du sagst, wenn ich in ein schönes Restaurant gehe und ich möchte dem Abend entsprechen und ich möchte dem Restaurant, meiner Partnerin, jedem auch so ein bisschen mir das Gefühl geben, Alter, das ist für mich wirklich, wirklich was Besonderes. Dann brauche ich das nicht zu brechen. So, dann ist das vollkommen okay. So, also deshalb, ich glaube, wenn ich das so überblicke, würde ich sagen, gar nichts gegen deinen Fashion Faux Pas der Motivsocken, aber ich glaube, dass das Feld der Möglichkeiten weiter ist, als du möglicherweise jetzt annimmst, wo es dich stören würde. Ich glaube, es würde uns alle drei an den gleichen Locations stören, aber ich finde, wenn wir drei jetzt wie auf der besagten Gartenparty sind, weil wir im Lotto gewonnen haben, dann würdest du dich auch nicht daran stören, wenn Philipp eine James-Bond-Socke an hätte. Kommt, du würdest mich mit der grauen Martini-Socke würdest du mich antreffen. Eine graue Martini-Socke klingt erstmal sehr gut. Die ist also, mega. Das, aber eine Avocado-Socke, dann okay, würde ich dich zwingen, die auszuziehen. Wir machen kein aber wir würden kommen. Wenn es im Sommer wäre, würden wir doch in unseren Laufern keine Schuhe tragen. So sieht es ja nämlich aus. Okay, ihr Lieben, pass auf. Folgendes, ich wollte gerade die Namen nennen, das mache ich nicht. Zwei Herren fragen Folgendes. Was kann man gut tragen, wenn man nicht die perfekte Figur hat? Was sollte man unbedingt meiden? Und die zweite Person fragt, Tipps für Wohlbeleibte wären ganz nice. Gerade mit Hemden zum Reinstecken schwierig. Da würde ich gerne auch das erste Wort ergreifen, weil ich einfach ein vieler Labersack bin. Weil er sagt das gerade mit dem Hemd zum Reinstecken. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, und das weißt du, es funktioniert ja so nicht. Das Allerschlimmste, was passiert, ist, wenn es ein Black-Tie-Event gibt, Oscars, und Guillermo del Toro bei seiner ersten Oscar-Verleihung, weil er meint, oh, ich bin ja dick, ich kann das nicht da reintun, lässt dieses Hemd aus der Hose. Ein Hemd aus der Hose ist bis zum Abi, glaube ich, irgendwie irgendwann cool, wenn es kein. Und es geht immer noch, wenn es ein Oxford-Hemd ist, wenn es Hemd ist, das dafür gemacht ist, alles gut. Aber das Problem ist nicht die Fettleibigkeit bei einem, sagt man das so, Fettleibigkeit? Oder ist das irgendwie. Ich glaube nicht. Whack? Ich glaube, das ist. Ich weiß es nicht, wie man das jetzt sagt. Darf man nicht. Also was wir dürfen. Damit fangen wir jetzt nicht an. Übergewichtig, wir sind jetzt so alt. Übergewichtig. Übergewichtig. Ist, glaub ich, okay. Also wenn übergewichtige. Ja, Entschuldigung, ihr redet mit jemandem, der sein Leben lang noch nie ohne den Bauch einzuziehen Pulli anziehen konnte. Also, bei für dickeren Menschen ist das größte Problem, und da werdet ihr beiden mir zustimmen, dass die Sachen nicht passen. Genau.
Ja, der Fit. Ein Hemd, ein maßgeschneidertes, sag mal, maßgeschneidertes Hemd oder einfach nur ein Hemd in der richtigen Größe für auch einen fülligeren Herrn sollte absolut ab damit in die Hose. Natürlich ist das so, dass es eine Korrelation zwischen dem eigenen Körper und der Klamotte gibt. So, machen wir uns nichts vor. Schlanke Menschen sehen in offenen Hemden immer irgendwie, also oder können ein Gefühl, was wir vielleicht so abgespeichert haben, wie der Gigolo im Line-Dings, besser transportieren, als jemand, der halt fülliger ist. Das ist ja auch vollkommen okay. Ich glaube nur nicht, also wenn die Frage ist, was man meiden sollte, ich glaube, man sollte zu enge Sachen meiden. Das ist das Allerwichtigste. Bin ich bei dir. Bin ich absolut bei dir, weil irgendwie, wenn etwas zu eng ist, und das ist auch bei mir so, und ich bin jetzt nicht übergewichtig, dann sieht es ja auch bei mir scheiße aus. Und wenn jemand halt noch ein paar Kilo mehr drauf hat, dann sieht es halt genauso scheiße aus wie bei mir. Deswegen, also Größe ist halt einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen, wenn man irgendwie vielleicht ein bisschen breiter ist oder so, dann doch wirklich darauf achten, dass es irgendwie seinem Körper doch gut tut. Was ich noch ganz cool finde, ist, ich meine, ich bin jetzt auch kein... ich kleide jetzt selten irgendwie übergewichtige Menschen ein, aber was ich öfter mal gesehen habe, was ich ganz cool finde, ist halt ein T-Shirt reinstecken und so ein Overshirt rüberwerfen. Das habe ich schon öfter gesehen, wo ich sage, okay, irgendwie bricht das so ein bisschen den etwas größeren Bauchumfang. Fand ich cool. Also so diese Overshirts generell, egal ob das jetzt eher so ein grüner Military-Stoff ist oder so ein Carhartt Workwear-Style. Da gibt es ja echt viele coole Sachen. Oder auch aus Leinen, da gibt es echt geile Sachen. Das finde ich ganz cool. Und das finde ich bei etwas fülligeren Menschen oft richtig, richtig stylisch. Ja, absolut. Ich denke halt auch, das Hauptproblem ist einfach wahrscheinlich, dass es leider, muss man ja wahrscheinlich sagen, zu wenig von der Stange gibt, was einfach passt. Also das ist ja eher das Problem, dass man dann, vor allem wenn es jetzt in so die Richtung Anzüge geht, dann wahrscheinlich wirklich eben zum Schneider muss, aber dann passt das ja auch und dann gibt es auch überhaupt keine Ausrede, warum man irgendwie das Hemd nicht in die Hose stecken kann. Genau. Und da nochmal zu unserem Gedanken Staple Pieces. Alles, was teuer ist, schmerzt, keine Frage, aber nochmal, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man mit einem Anzug, der einem gut sitzt, durchs Leben findet. Ich glaube nicht, dass es ein schwarzer Anzug sein kann. Auf keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass das definitiv geht und ich glaube, wenn jemand sagt, du nimmst einen Made-to-Measure-Anzug, ja, den du für ich weiß nur, also ich nenne jetzt mal irgendwen, also jetzt mal Rooks and Rocks oder zum Beispiel die machen einen Anzug für 500 €. Ja, so. Für 500 €, wer will sich denn über einen Anzug für 500 oder 600 € beschweren? Nur für die Leute, die sagen, ja, aber normalerweise kaufe ich meine Kleidung noch preiswerter. Dann wäre, finde ich, in meinen Augen wäre das was, worauf man sparen könnte und eine Investition, die dich unheimlich durch den Verzicht, durch den, weil es dir einfach zu viel ist, unheimlich an dieses Produkt emotional kettet. Und das ist das, was ich bei Staple Pieces auch so wichtig finde, dass du eine Wertschätzung und einen Respekt vor dieser Klamotte hast, die wird niemals im Dreck hängen. Die wird immer, wenn du nach Hause kommst, wird die fein säuberlich auf den Bügel gehängt. Das ist das, was so schön ist. Ne? Das ist das ja, das, was ich denke, was so wichtig ist, was vielen Leuten abgeht und was dann natürlich schade ist, wenn jemand sagt, also nicht falsch verstehen, aber sagen wir mal, jemand hat so viel Geld, dass er sagt, ja, mir ist mir alles egal, ob es irgendwie, ich kann die Sachen auch im Matsch werfen oder so. Eigentlich habe ich gar nicht mehr so viel Spaß an den Sachen, weil, ne, also ich kann mir das alles erlauben und es kostet mich, das ist eine Typfrage. Es gibt da draußen Millionen von Menschen, die so reich sind und an jedem Knopf Spaß haben und so. Das meine ich gar nicht. Aber ich meine, dass man das eher als Vorteil sehen sollte, dass es noch möglich ist, eine Beziehung zu der Klamotte, zu der Sache, für die man viel Geld ausgegeben hat, zu bekommen. Gehe ich absolut mit. Ne?
Aber man muss auch sagen, also du kannst ja auch irgendwie, also ich meine gut, wenn du zu einem bestimmten Schneider hingehst, der wird dir ja nicht einen Anzug verkaufen, der dir nicht passt. Aber ich habe auch schon irgendwie Bossanzüge gesehen an Leuten, die, was weiß ich, 1000 Euro gekostet haben. Und das sah trotzdem aus wie ein Kartoffelsack. Also das Allerwichtigste bei einem Anzug ist ja, dass er passt. Und wenn der nur irgendwie 100 oder 120 Euro bei H&M oder wo auch immer gekostet hat, dann der kann trotzdem mega geil aussehen, wenn er der Person passt. Mhm. Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste an einem Anzug. Das ist so, Hör mal, und darüber, ich muss auch noch ein Staple-Piece machen über meine preiswerten Anzüge. Ich habe ja, ich weiß nicht, ich habe so eine Highlight-Reel in meiner, bei Instagram. Und da habe ich, glaube ich, so, da sind so 8 Anzüge hintereinander weg. Bis auf einen Anzug sind die alle, fast alle von H&M, und die sind extremst billig. Und da schreiben mir die meisten Leute und sagen, Alter, was ist das für ein Anzug, den will ich sofort haben, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Und da sage ich immer, ne, ich habe das Glück, dass eine 48 und eine 50 passt auf meine Schultern, an meinen Hals, da wo ich meine Hüfte anfängt, das passt halt, habe ich das Glück, von der Stange passt bei mir wie maßgeschneidert. Nicht zu oft. Und wenn ein Anzug, wenn man den Rest noch, die Kleinigkeit noch macht, das Wichtigste ist der Ärmel. Ja, der passt und vor allem die Hose. Ja, und je nachdem, wie man es mag. Ich stehe nicht so auf so richtig heavy Full Breaks. Ich finde ein No-Break bei einem Anzug, der so aus schönerem Material ist, finde ich traumhaft. Ich kann auch mal so einen kleinen Negative-Break, finde ich auch schön oder so. Aber diese Längen an euren Extremitäten, die sind wichtig. Und das kostet ja nicht die Welt. Das kostet 25 Euro beim Schneider. Dann ist das alles wieder toppi. Und ich bin deshalb auch immer dafür, einfach mal umgucken. Und ich habe schon Sachen gemacht. Ich habe Tweed-Anzüge, 2 Stück. Britische, die kennt ihr auch. Das ist der britische Autorenfilmer in meinem Insta, in meinem Insta-Reel. Die sind auch Tweed. Wisst ihr, wo ich die gefunden habe? Ich habe mich immer gewundert, warum meine Frau immer 15 Pakete von irgendwas bestellt. Und das war entweder ASOS oder Zalando. Ich glaube ASOS. Und dann habe ich gedacht, scheiße nochmal, was verkaufen die denn alles? Ich gehe da mal gucken. Dann habe ich Tweed eingegeben und dann kam eine Marke, die ist Heart and Dagger. Ah ja, davon hast du schon mal erzählt. Habe ich gesagt, okay. Und dann kam dieser Anzug. Und habe ich gesagt, Moment, was habe ich jetzt gerade für den Anzug bezahlt? 119 Euro. Und der war halt, ne, der saß halt wie, der saß. Das Sakko war so und für mich dann auch so zu tragen, dass der geht niemals zu. Der ist für jemand, der ganz krasse Essstörungen hat, aber der ganze andere Rest passt. Also deshalb immer nur offen mit einem Turtleneck. Ne? Und wo kommt da die Fashion-Polizei und sagt, Bernd Schneider, du kannst nicht bei ASOS einen Anzug bestellen. Und ob ich kann? Weißt du, wenn das Material in Ordnung ist und ich das Gefühl habe, das ist total in Ordnung, weil man muss das doch auch mal so sehen. Ich möchte für 2000 Euro möchte ich keinen Anzug haben, wo ich Abstriche machen muss. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass ein Anzug für 99 Euro mir in 4 Jahren um die Ohren fliegt und ich will den haben, weil ich einen Ziersacker-Anzug haben möchte, weil ich auf dieser Gartenparty einmal schön aussehen möchte, so wie ich mir das vorstelle, was zur Hölle? Warum soll ich mir diesen Anzug nicht kaufen? Nee. Das ist kein Staple-Piece. Aber wir können nicht nur von Staple-Pieces leben. Und gerade auf der Findung, ne? Dieses so dahinfinden, oh, okay, eine 50 ist doch besser, wenn ich abends besoffen bin und den Bauch nicht mehr einziehen kann. Oder mussten mir erst 10 Freunde sagen, Bernd Schneider, dir steht Rot nicht oder so. Man muss sich an seinem sozialen Umfeld ja auch abreiben. Ja. Da muss auch erstmal die Freundin sagen, Philipp, ich liebe dich wirklich, aber ich liebe dich weniger, wenn du diesen Anzug trägst. So, dann kann man nochmal sagen, oh, okay, scheiße. Dann trage ich keinen Grün mehr. So. Das ist immer ein bisschen abgeschwiffen, aber ich glaube, das Ding ist einfach,
Da gibt es keinen. Es gibt einfach nur passende Kleidung kaufen. Ne? Absolut. Haben wir. Absolut. Ja, ja. Definitiv. Okay. Haben wir doch eine Kuschelfrage? Ja, ja. Haben wir. Achso, ja, wir sind bei 49 Minuten. Das ist unglaublich. Ja, aber weißt du was? Ja, wir sollten auch nicht so sein. Nein, eine kriegen wir noch hin, auf jeden Fall. So, hau raus, ich bin... Pass auf, hier, die kann ich mit Ja beantworten. Kannst du dir vorstellen, in Zukunft als Content-Ergänzung Outfits deiner Follower zu bewerten? Also, auf jeden Fall, ich möchte gerne Outfits meiner Follower bewerten. Mache ich sehr gerne. Es gibt zwei Probleme. Wenn ihr mir eine Nachricht schickt und ich sage, wie ich das finde, das ist eine Sache. Die meisten von euch wollen das aber nicht, weil ihr wollt ein bisschen Aufmerksamkeit, ihr wollt in der Story landen, ihr wollt natürlich dann, dass auch vielleicht andere Leute sagen, wow, Alter, sieht echt gut aus, so, das kann ich ja total verstehen, ne, Bonfire of Vanities, alles richtig, das Problem ist, theoretisch, ich müsste von demjenigen, der das Foto auf dem Handy gemacht hat, müsste ich, wenn ich das posten möchte, müsste ich wissen, wer es gemacht hat. Ich bräuchte die Freigabe von demjenigen. Und wenn das okay für euch ist, dann mache ich das auch mal gerne. Aber wenn die ganze Story nur damit voll ist, verlieren andere Leute das Interesse. Denn meine Story ist meine einzige Möglichkeit, kuratierten Content in 24 Stunden zu liefern, wo ich denke, das macht alles so ein bisschen Sinn. Wenn ihr mir Fotos von euch schicken wollt, immer, schickt mir, ist mir tausendmal lieber als kleid mich mal ein für eine Hochzeit. Schickt mir das Outfit, ich sag was dazu. Okay, so, next. Literaturempfehlung, komm. Gehören klassische, nee, gehören nicht, warte mal. Ja, wollen wir das? Also hier steht, mach bitte mal etwas über Gürtel. Ah ja. Ja, da kann ich was zu sagen. Der andere, Philipp auch. Auf jeden Der Fall. Hat ganz viele Crocodile-Jones-Gürtel. Ah, stimmt. Zu jedem deiner Schuhe ein. Also, ja. Wie also, ja, fast. Pass auf. Und wir machen es mal so. Ich sag dazu gar nichts, bis auf, ja, es gilt weiterhin. Und ich finde, das ist eine total schöne Sache für unser Fashion-Game. Der Gürtel passt zu den Schuhen. Punkt. Ja. Da gibt es keinen. Und jetzt nochmal immer die Frage, ja, wie soll ich zu weißen Sneakern weißen Gürtel tragen? Nein, Sneaker, pass auf, wenn du Sneaker anziehst, dann bist du ein total lustiger Kerl, der das normale Fashion Game verlässt. Du hast gebrochen, dann kannst du dir auch eine Kirsche hinters Ohr kleben. Das ist alles in Ordnung. So, das sieht toll aus mit weißen Sneakern, aber du musst nicht an diesem Spiel teilnehmen. Wenn wir aber von Lederschuhen reden und wenn wir versuchen, so ein bisschen in diese Mulde, in diese Nische zu passen und auch den Blicken anderen gegenüber und so ein bisschen einfach unser Know-how zu spielen, zu zeigen, der Gürtel hat die Farbe der Schuhe, Punkt, aus. Bin ich genau, absolut bei dir. Genau, da gehe ich total mit und deswegen kann man eigentlich, wenn man das jetzt ganz simpel betrachtet, würde ich fast behaupten, dass ein guter Wendegürtel, der irgendwie schwarz-braun ist, ist vielleicht sogar der einzige Gürtel, den jemand braucht. Ja. Jetzt geil, kann man das natürlich. Habe ich noch nie einen Wendegürtel gehabt. Ich habe mal irgendwann einen gehabt, der hatte keine gute Qualität, aber ich bin da letztens wieder drauf gekommen, weil wir haben ja über diesen Max-Mock-Gürtel gesprochen, glaube ich. Ja. Der ja auch ein Wendegürtel ist und da bin ich davon überzeugt, dass die Qualität stimmt. Und das kann der einzige Gürtel sein, den du da draußen eventuell brauchst. Aber man kann das natürlich irgendwie auch weiter treiben und ich mag das eben total gerne, wenn der Gürtel so gut wie möglich eben zu meinem Schuh passt. Ne? Jetzt kann man, ich habe 3 Crockett & Jones Gürtel, 4, die eben genau aus dem Leder sind wie die Schuhe. Also da passt dann irgendwie die Struktur perfekt dazu und ich finde das total geil. Und für manch anderen ist das völlig übertrieben und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich möchte eine, nee, 30, bitte, entschuldige, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Alles gut, ich bin da vollkommen bei dir. Also ich finde halt, du bräuchtest schon, wenn du auf wie Ben, du gerade gesagt hast, so schön bei dem Spiel irgendwie mitmachen willst, irgendwie wäre es schon gut, wenn du immer zu jedem Schuh zumindest einen mehr oder minder passenden Gürtel hast. Also ich bin da nicht so super picky, was Brauntöne angeht. Also ich finde es auch echt okay. Nee, das geht auch nicht. Das geht nicht. Genau. Das geht nicht. Es wird zu viel irgendwann, ne? Ja, und, genau. Also aber ich habe so ein paar, was ich total geil finde. Einer meiner besten Freunde, oder zwei, hassen diesen Gürtel. Das ist so ein brauner Flechtgürtel.
Der hat halt einen. Boah, finde ich so mega geil. Ich liebe super das auch. Geil. Und nee, das Flechte ist mega. Eine Flechte Glattleder und eine Rauleder. Das heißt, ich kann ihn zu Rauleder und Glattlederschuhen tragen. Ich okay, das ist tricky vielleicht. Aber sag mal ganz kurz, wo wir gerade bei Flechtleder sind. Ja, ne? Es gibt einen, falls ich jetzt noch irgendwer frage, und wir reden ja öfters mal über Preppy Style, für mich noch ein, wirklich, wenn es um Preppy geht, unverzichtbarer Gürtel. Jetzt bin ich gespannt. Ist ein Canvas, ja. Und den auch sonst als Strickgürtel. Ja, das ist cool. Ne? Diesen der typische Ralph Lauren, weil den kann, in der Bermuda, und dann auch nochmal ganz wichtig, da ist es natürlich egal. Ne? Den kannst du zu Boatshoes, die dunkelbraun sind, trägst du immer den weißen, das sind weiße Bootschnüre und so. Mega geil, finde ich, ist eine wahnsinnig geile Alternative. Und wo du gerade, ich leider Gottes weiß nicht mehr, ich glaube, es war Philipp, hatte gerade darüber geredet, was Struktur angeht. Ne? Mhm. Wie schön das ja, ja ist, einen Wilddiedergürtel zu haben, wenn du Wilddiederschuhe hast. Und das, finde ich, ist für Leute, die so ein Gefühl bekommen wollen, okay, aber welchen Stoff kann ich denn womit kombinieren? Der Knackpunkt, wenn ihr das gemeistert habt, so sagt ihr, okay, pass auf, die Länge passt. Struktur, Oberflächenstruktur deiner Sachen ist das absolute A und O und eigentlich aber total einfach, weil das einfach das ist auch so ein Gefühlsding. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn wir drei unsere Black Tie Events mal jetzt rausnehmen, ja? Mhm. Wir sind an dem Peak of Chicness, sind wir jetzt mal raus. Dann würden wir eine Struktur, irgendwas Strukturiertes, lieber kombinieren als irgendwas aus Glattleder. Ja, also zum aber Beispiel, da kommt auch ne? die Struktur drauf an. Also ich finde es halt hier total wichtig, also so Glattleder, so richtig so, also einfach komplett glatt, kann, wirkt ja, schnell, glanz, glatt, ich weiß genau, ja, also es kann ja, langweilig Lack. Wirken, genau. Was aber richtig cool ist, ist zum Beispiel dieses Grained oder Pebbled Leder, was zwar Glattleder ist, aber diese Struktur von Haut hat. Das finde ich halt richtig geil. Ja, aber ich sag ja nicht, dass irgendwas jetzt aus Stoff sein muss. Mhm. Aber es ist doch so. Sagen wir mal, du hast, wir machen jetzt mal ein kleines Outfit. Wir haben so ein James Bond Barleycorn Tweed in Braun. Philipp oder 30 oder beide zusammen fahren nach Schottland, haben so ein Barleycorn Tweed an, haben eine Twill-Hose an und allein schon, wir gucken uns die Sachen an und wir sehen, oh, guck mal, das ist eine Struktur. Das ist nicht glatt und das ist vor allen Dingen nicht glänzend. Die Hose auch nicht. Kämst du nicht auf die Idee, dir weder Lackschuhe, also glatte Schuhe anzuziehen, noch den Gürtel. Mhm. Du würdest einen Gürtel nehmen, der rugged ist, der eine Struktur hat. Du würdest einen nehmen, der von mir aus auch den 30 genannt hat. Oder du würdest halt Wildleder nehmen. Aber wenn man sich die Klamotten nur mal anguckt, dann muss man gar nicht so unsicher sein. Ich finde, Struktur ruft Struktur. Hm. Ne? Ich bin immer, für mich ist alles, was glatt, Lack etc. ist eine ganz spitze, ganz klare Vorstellung. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, und da geht mir selten die Hose auf, aber wenn, dann ist auch der Rest klar. Wir denken jetzt an Crockett & Jones, Philipp sagt, wie heißt das Modell, das One-Piece Leder aus No Time to Die, hier glatt, Glack. Der Alex, meinst du, den Hole Cut? Der Alex Hole Cut. Du siehst diesen Schuh und dieser Schuh sagt dir, voila, ne? Der Abend hat begonnen. Automatisch aus deinem Kopf heraus wird doch klar, dass du den nur und wirklich nur zu einem richtig, richtig schönen Midnight Blue oder einem schwarzen Anzug trägst, einem Black Tie Event. Sobald da irgendwas reinkommt mit Struktur, ne? Also du willst ihn nie zu einer Jeans tragen. Du möchtest ihn auch bitte nicht zu einer Chinos, zu gar nichts. Das ist so, Material flüstert dir sofort das Material deiner anderen Klamotten zu. Ja,
Da muss man ja nur genau hingucken auch. Also, das gibt gar keiner, also die Option besteht für mich gar nicht, also diesen Schuh irgendwie anders anzuziehen, und ich wüsste auch gar nicht, was das für ein Mensch sein soll, der da auf die Idee kommt, den zu einer Jeans anzuziehen. Ja, aber das, pass auf, das ist das, wie heißt der nochmal unser Meisterproduzent mit dem Rauschebart? Musikproduzent. Musikproduzent mit Rauschebart? Ja, der berühmte Produzent aller. Mein Gott, bin ich denn blöd? Rick Rubin oder was? Ja, Rick Rubin. So, pass auf, Rick Rubin hat heute wurde mir so ein Reel von Rick Rubin reingespült. Und da wird gefragt, können Sie ein Instrument spielen? Sagt Rick Rubin, nee, nicht wirklich. Ja, können Sie denn ein Board bedienen? Nee, kann ich nicht. Wofür werden Sie denn bezahlt? Für mein Vertrauen in meinen Geschmack, ne? Und meine Geschmackssicherheit und meine Fähigkeit, meine Gefühle ausdrücken zu können. Ich sage das bei jedem Künstler, ne? Jeder Fotograf. In wie vielen Podcasts habe ich schon da gesessen und gesagt, deine Fähigkeiten als Techniker interessieren zero, null. Ob du besser auf den Knopf drückst als andere, ob du damals, oh, ich müsste die Blende noch ein bisschen schließen. Alter, diesen ganzen Mathematikerscheiß, nichts davon. Deine technischen Kenntnisse, wenn du ein gewisses Level erreichtest, dass du sagst, die Fotos werden was, befindest du dich auf dem Level mit allen. Du bist also nichts Besonderes. Der einzige Peak nach oben, das einzig Besondere, was in deinem Leben als Kreativer noch passieren kann, ist dein Geschmack. Das ist deine Expertise. Du wirst als Kreativdirektor, als Artdirektor, als Fotograf, als Maler, was auch immer es ist, ne? Du wirst für deinen Geschmack gebucht und nicht dafür, dass du mit einem Hammer einen Nagel in die Wand hauen kannst. Und das ist das, dieses, wenn ich mir aber diese Schuhe kaufen kann, mit dem glatten, mit einer andere, wir reden jetzt von normalen Glattlederdingern, und ich kaufe mir eine teure Jeans, dann kann ich die doch kombinieren. Wo soll denn das Problem sein? Das sind doch beide Staple Pieces. Und da stehen wir dann davor und sagen, Alter, aber warum? Warum hast du dich heute dazu entschieden? Warum bist du vor die Tür gegangen? Komm, wir setzen uns jetzt mal in die Bar, wir müssen reden. Und das ist irgendwas so, man sollte sich mehr darauf konzentrieren, entweder, es gibt ja keine Geschmacksverirrung. Weißt du, Neues entsteht nur daraus, weil irgendwer sich so sicher ist über den Geschmack, dass er sagt, weißt du was, Daniel Craig, ich habe eine total gute Idee. Du gehst zur Premiere vom neuen Bond in einem pinken Zweireiher Sakko. Ja? Mega geil. Das war richtig mega. Cool. Ja. Was für ein, weißt du, und das ist einfach nur, man hätte alles tragen können, man hätte dies machen können. Dieses Samtsakko war einer der schönsten Dinge, die ich in dieser Woche gesehen habe. Und es war einfach ein Traum. Und woran liegt es? Es liegt nicht darum, was kann ich mir kaufen, was kann ich mir machen? Geschmack. Und der entwickelt sich, egal aus welchem Teil heraus. Man muss aber ein bisschen Vertrauen haben in dem, was man da macht. Man muss zuhören können. Man muss sich auf neue Käsesorten einlassen können. Und irgendwann formt sich dann in dem Kopf dieses Ding. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, das habe ich ja gerade schon 30 gesagt, wir werden, also wir haben leider noch etliche Fragen vor uns, und ich finde, dass wir das immer aufbrechen können mit jedem netten Thema, das einer von euch aufbringt, wenn ihr sagt, mitten während einer Frage, oh Jungs, was haltet ihr denn davon? Dann werden wir sofort 30 oder auch Philipp den ganzen Rest der Sendung widmen. Aber die Leute da draußen sollen wissen, wenn wir gerade mal nicht über eine Frage reden, wir wollen versuchen, jede Frage, und auch wenn aus dieser Session noch 15 Fragen sind und 100 aus der nächsten, zwischendrin kommen immer mal wieder Fragen an, weil es dreht sich ja alles irgendwie ums gleiche Thema. Und ich finde, ich sei denn, ihr habt ein Thema, worüber ihr gerne eine ganze Stunde reden wollt, aber ich finde, wir haben das ja so vor uns, wir können immer mal wieder ein bisschen kombinieren und ein bisschen frei drehen. Absolut. Ja, verhext.
Verhext, Jinx. Nein, ich finde das auch cool. Ich meine, das Tolle ist ja, wenn du so Fragen hast, das ist ja eine Steilvorlage für uns. Wir haben ja eh zu allen eine Meinung. Wir können irgendwie zu den meisten Fragen irgendwie ewig quatschen. Ich meine, klar gibt immer mal... Und wir versuchen sehr respektvoll damit umzugehen. Ja, also selbstverständlich, gar keine Frage. Also das ist ja selbstverständlich. Aber nein, das ist eine coole Sache und wir haben ja heute jetzt auch schon wieder eine Stunde einfach nur über, weiß ich, die ja, einfachsten Fragen diskutieren können. Das ist schon, das fetzt so. Und ich hab vor allem das Gefühl, dass ich auch bei vielen Sachen, aber die da auch noch kommen, wo ich so sage, boah, weißt du was, dazu habe ich mir nie richtig Gedanken gemacht. Mhm. Und ich weiß, dass einer von euch sich aber Gedanken gemacht hat. Und ich lerne aus diesem ganzen Ding ja genauso viel wie alle anderen. Absolut, ja. Ne? Und das hat auch nochmal eine andere Funktion. Ich finde, dass es nicht nur ist so, man bespaßt nicht nur die Zuhörer, sondern für mich ist das eine totale gute Möglichkeit, mich weiterzubilden, mir andere Meinungen anzuhören. Hm. Und super. Deshalb bedanke ich mich auch bei euch und hoffe, dass wir nachher nochmal über den einen oder anderen Drink sinnieren können. Ja, abschließend eine gute Frage. Was habt ihr heute im Glas? Also was trinkt ihr Schönes? Also bei mir ist es, ich glaube, ich trinke hier gerade das vierte Bitburger. Ja. Vierte ist gut. Philipp, wie sieht's bei dir aus? Ich bin heute bei Whisky, bei einem schottischen Whisky. Der heißt? Das ist ein Buna Haven. Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also mit Gälisch habe ich es nicht ganz so, aber ich glaube, es wird Buna Haven ausgesprochen. Nee. Und der Spirit an sich heißt Krachwona, glaube ich, dass man es so ausspricht. Ja. Auf jeden Fall ein schottischer Whisky von der Insel Islay, wo wir ja schon ganz viel über den Stiefel da gesprochen haben. Entschuldige, ich muss dich unterbrechen, weil ganz wichtig, heute haben 5 Leute geschrieben, hat 30, 30 ist unser Schatzmeister und Redakteur. Hast du möglicherweise die Marken, die wir haben nicht viele Marken heute genannt, hast du Buch geführt? Wenn nicht, dann entschuldige ich mich jetzt bei all den Leuten und wir müssen es ab der nächsten machen. Aber... Das meiste habe ich mit aufgetippt und stelle es gerne mit zur Verfügung. Na klar. Okay, pass auf. Ganz wichtig ist, die Islay Boots, die werden Islay geschrieben. Islay. Mhm. Ne? Für alle, die jetzt mitgehört haben, sagen Crockett & Jones Islay Boots. Islay, und das ist auch das, wo der Whisky kommt. Ist es denn, aber es ist da natürlich ein Scotch. Genau, und das ist eben, also Islay ist bekannt für seine rauchigen Whiskys, also wahrscheinlich der bekannteste ist ja der Lefroc, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Also da, die haben ja auch immer so geile Werbekampagnen, wo Leute einfach mal sagen sollen, die kriegen irgendwie ihren Schnaps serviert, trinken den und dann sollen sie sofort sagen, was sie jetzt denken, und das haben die auf ein Plakat gedruckt, oder gibt's mega geile Sachen, was Leute da gesagt haben. Rauchig, torfig muss man mögen, auf jeden Fall. Aber genau, ich mag's gern. Und Rieke wollte immer mal, weil Rieke gerne Whisky Sour trinkt. Und wir haben bei meiner Großmutter, die jetzt verstorben ist, aber da haben wir einen schön großen Kaminplatz draußen im Garten. Und Rieke, ich serviere die Getränke bei uns zu Hause. Ja, Rieke bekommt immer pünktlich, Rieke hat sich noch nie ein Getränk aus dem Kühlschrank geholt, noch nie. I swear to you, noch nie. Das heißt, ich serviere hier die Getränke und weiß auch immer, wenn das Glas leer ist, springe ich sofort auf und hole ein neues. So. Und Rieke, ich mache für Rieke die Whisky Sours. Und Rieke liebt Bourbon. So wie ich auch. Ja, Bourbon, also lieben von Whisky kann nicht die Rede sein, weil ich bin den hellen Spirits verpflichtet. Aber Rieke trinkt Bourbon. Der genannte, ich hätte ihn Lefroig, ich hätte ihn weiß Gott wie genannt, der war seit bestimmt 6 Jahren, stand er bei meiner Oma im Kabuff. Und da unser Whisky leer war, habe ich gedacht, joch, was soll denn sein? Dann machst du Rieke den halt mit dem Scotch. Alter, Rieke hat den ersten Schluck von ihrem Getränk quer durch den Garten gespuckt. Da habe ich gedacht, was zur Hölle? Und habe ich gedacht, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Und das war ja noch gemixt, ne? Hör mal, ich habe die ganze Nacht diesen Geschmack und diesen Geruch und dieses Gefühl nicht aus meinem Mund bekommen. Egal, ich hab mit so viel Listerin meine Zunge, die war ganz rot und ganz...
wirklich, das ist für mich was ganz, ganz, ich finde das ganz toll. Das ist so die nächste Stufe der Geschmacksevolution, wie nach einem guten Käse. Aber, Alter, mit Scotch kannst du mich jagen. Mir hat auch jemand eine ganz, guck mal, noch nicht mal richtig rauchig. Ich habe hier eine ganz normale Red Label Johnny Walker Flasche hier stehen gehabt. Wo ich dachte, ja, komm, was soll denn mit dem sein? Nee, da war er wieder, ne? Der Scotch, rauchige, verbrannter Holzbarrel Geschmack. Boah. Boah. Ja, Nein, aber das ich mag kannst du das so auch. nicht sagen. Ich finde, ich mag das Genau, auch sehr also. gerne und wir haben ja auch, es gibt ja auch einige Scotches, die wirklich fast gar nicht, die gar nicht torfig sind, sondern Ja, irgendwie so ganz genau. Sherryfass ausgebaut sind und so. Die finde ich total geil. Ich mag aber auch ein bisschen torfig dürfen sie schon sein. Ja. Aber ich bin Genau, jetzt auch nicht also der das. krasseste Whisky-Experte, von daher, Philipp, hau ran. Also es gibt auf jeden Fall für jeden den passenden Scotch, wenn du mich fragst. Also Scotch heißt ja auch einfach erstmal nur, dass es ein schottischer Klar. Whisky ist und er nach dem Gesetz, glaube ich, mindestens 3 Jahre im Fass gereift sein muss. Aber es gibt ja da die diversen Regionen in Schottland und da ist für jeden was dabei und es gibt auch wunderbare, nicht torfige Whiskys. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch noch für dich den passenden Käse finden werden. Pass auf, dann probiert es mal. Ich kann euch nur sagen, also die Bourbons, die hier sind überhaupt nichts Besonderes. Die Bourbons ist einmal der Woodford Reserve. Wir hatten Maker's Mark, glaube ich, irgendwie hier. Und Oh, dann der ist gibt's aber gut. diesen Bullet. Oder heißt der Ja, den Bullet, den mag ich auch ganz Bullet, gerne. Vor ja. allem Ja, vermixen ist sehr gut. ich finde die Flasche halt geil. Genau, und pass auf, und darum geht es ja auch. Deshalb hole ich mir bei Gin auch immer eigentlich den Plymouth und so, weil ich, wenn ich den in gewissen Drinks mixe, möchte ich nicht, dass sie so einen Eigengeschmack haben. Und einfach nur dampfen. Ja. Oh, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen das hier beenden. Und wir können uns eher nochmal, wenn ihr Bock habt oder so, morgen oder Montag, Dienstag, wann auch immer ihr Lust habt, können wir uns direkt zur 6. Folge aufmachen. Aber für die sollten wir es das jetzt mal irgendwie immer finishen. Das machen wir. Dann. Ja? Dann ganz dicke Umarmung an euch. Und eigentlich hatte ich heute vor, mir was ganz Besonderes anzuziehen, weil ich dachte, wir machen dieses Spiel wieder mit. Was haben wir gerade an? Das machen wir Aber nächste Woche, ja, ich hab's wenn nicht mein vergessen. Paket kommt. Was wird das wohl sein? Wir bleiben gespannt. Schauen Wisst ihr wir es? mal. Wie, Moment, ihr wisst es und ich weiß es nicht? Doch, Ja, du du weißt weißt es es auch, auch. genau. Aber wir verraten es jetzt nicht. Mehr in der nächsten Folge. Seid Wir ihr lassen dich blöd? jetzt im Dunkeln. Naja, okay, ihr müsst mich gleich nur in der Gruppe nochmal auf. Hä? Warte mal, ganz kurz. Oh, warte mal, was ein Anzug? Nein. Natürlich war es ein Anzug, wenn du es so sagst. Ach, scheiße. Egal. Okay, das klären wir gleich. Kleiner Cliffhanger, ihr Lieben. Und dann sind wir so gut angezogen. Da sitzen wir am Mikro und sind so geil. Ihr Lieben, ich drücke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao, schönen Abend. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.